sind hier an der Bublitzer Straße. Hier hat uns um kurz vor 9 das Zollamt informiert, dass es bei einer Überprüfung eines Überseecontainers zu einer leicht erhöhten radioaktiven Strahlung gekommen ist. Daraufhin haben wir eine Großzahl von Einsatzkräften hierhin entsendet. Frühzeitig auch schon das Umweltamt und das Landesinstitut für Arbeitssicherheit mit zur Einsatzstelle beordert, um in der Zusammenarbeit die Einsatzstelle abzuarbeiten. In erster Linie haben wir sofort, weil relativ in der Einsatzsituation schon klar war, dass kein Menschenleben gefährdet ist, die Einsatzstelle großräumig abgesperrt, danach die Einsatzkräfte mit Schutzkleidung ausgerüstet und diese mit Messgeräte vorgeschickt. Dabei konnten wir den leicht erhöhten Wert des Zollamtes bestätigen. Dieser Wert ist allerdings so gering, dass da zurzeit keine Gefährdung der Bevölkerung ausgeht. Der Container hat natürlichen Sand gelagen. Der hat eine natürliche radioaktive Strahlung. Der Sand wird zum Beispiel in der Gießerei verwendet, um halt als Trennmittel zu dienen. Mein Kenntnisstand zurzeit ist, dass der Container halt verschifft werden sollte, dass die Empfängerstelle aufgrund der festgestellten Strahlung den Container nicht angenommen hat und den halt zurückgeschickt hat. Deswegen der hier zur Überprüfung beim Zollamt war. Zurzeit sind wir mit ca. 70 Einsatzkräften hier vor Ort, werden noch weiterhin einmal die Messwerte evaluieren und danach in Zusammenarbeit mit Umweltamt und Landesinstitut die weitere Vorgehen entscheiden.